Hallo meine Lieben, hier ist endlich mal wieder ein neues Video von mir. Ja, ich habe jetzt so lange kein Video gedreht, aber ich hatte gar keine Zeit, überhaupt gar keine Zeit. Und dann kam noch was Trauriges dazwischen. Mein Santos ist immer so krank gewesen und da war mir überhaupt nicht der Sinn danach, Video zu drehen, weil wenn der irgendwie was hat, dann leide ich da wirklich echt extrem mit drunter. Und ja, also da hatte ich zwar die Zeit, ein Video zu drehen, aber da war mir einfach nicht der Sinn danach. Jetzt heute geht es ihm eigentlich ein bisschen besser, aber naja, trotzdem alles nicht so schön. Ja, ich mache euch jetzt ein Primark-Haul, einen kleinen Mini-Haul. Santos, was ist denn? Sag mal, dir geht's gar nicht gut, ne? Also, ich mache euch einen Primark-Haul. Die Sachen, die habe ich vor kurzem gekauft. Und ich habe die noch in den Tüten gelassen, weil, also zum größten Teil in den Tüten gelassen. Außer diesen Pullover, den habe ich heute erst mal angezogen. Wie ihr seht, in diesen krassen Neonfarben, da stehe ich im Moment drauf, weil war so damals auch meine Zeit, wo die Neon-Sachen rausgekommen sind. Und da habe ich auch schon als Kind alles in Neon haben wollen. Und jetzt finde ich das also auch wieder total schön. Und ja, dann fangen wir mal an. Und zwar habe ich mir diese Ohrringe gekauft. Wie ihr seht, drei Stück. Einmal pink, einmal dieses Neongelb und einmal schwarze. Die haben gekostet 3 Euro. Und ich finde die für den Sommer ganz schön. Ja, dann habe ich mir gekauft, ja, die sind super. Diese wunderschönen Ballerinas, also die finde ich echt super, super, super schön. Die werden wohl auch ziemlich bequem sein. Freue ich mich auch schon, wenn ich die dann anziehen kann, wenn es mal endlich wärmer wird. Bei uns regnet es die ganze Zeit in Duisburg. Die haben gekostet 8 Euro. Und die musste ich sogar in Größe 41 nehmen, weil die ziemlich klein ausfallen. Aber die finde ich super schön. So sehen die von hinten aus. Ja. Dann habe ich mir so ein Basic-Oberteil gekauft, aber mit langen Ärmeln, weil mit kurzen Ärmeln kann man ja irgendwie noch gar nichts anziehen. Einfach so ein Rip-Shirt, sage ich mal, mit so ein bisschen Rüschen hier, finde ich ganz nett. Ist ein bisschen länger und ziemlich eng geschnitten. Das habe ich in Größe 18 sogar genommen. Also irgendwie fallen die alle ziemlich klein aus, die Sachen. Dafür habe ich auch 8 Euro bezahlt. Ja, was habe ich denn noch gekauft? Ach ja, einen super schönen Mini-Rock. So sieht der aus, so kurz. Den habe ich in Größe 12 genommen. Und der hat hier so einen Gummizug. Ich hoffe auch, dass der passt. Ich habe den noch gar nicht angezogen. Obenrum habe ich immer irgendwie ziemlich groß die Sachen. Die brauche ich also echt immer ziemlich groß, weil meine Schultern auch so breit sind und ein bisschen dicker bin. Aber untenrum geht es eigentlich. Ja, den hatten sie noch in, auch in diesem extremen Neon-Pink, wie dieser Pullover hier. Und dann hatten sie den noch in Neon-Gelb, ja, und halt in Schwarz. Das ist auch so ein Rippzeugs ist das. Rippstoff. Ja, und dafür habe ich bezahlt 9 Euro. Ja, bin ich mal gespannt, ob der auch passt. Ja, dann habe ich mir eine Tasche gekauft. Und zwar diese hier. Diese hier, die finde ich ganz süß. Ist so Köfferchen vor. So eine kleine hier mit einem kurzen Henkel. Und dann hier ist der lange Henkel. Mit Gold abgesetzt und dann hängt hier noch so ein Klimbim dran. Das finde ich allerdings nicht so schön, dann werde ich auch abmachen. Und innen drin hat sie dieses schöne Tigermuster oder Leopardenmuster. Ja, und noch mit Reißverschluss innen drin. Und hier noch ein Reißverschluss und außen noch ein Reißverschluss. Hat gekostet 12 Euro. Die gibt es noch in Petrol, in Grau, in Weiß. Und in Pistazienfarben, genau, jetzt weiß ich es. So, zweite Tüte. Ah ja, daran konnte ich nicht vorbeigehen. Da bin ich zwar schon ein paar Mal dran vorbeigegangen, aber diesmal, ehe die das dann nicht mehr haben, habe ich gedacht, dann greife ich jetzt zu. Und zwar dieses schöne Dalmatiner-T-Shirt. Finde ich total schön. Ich als Hundefreund, ist zwar kein Dobermann drauf, aber ich mag ja alle Hunderassen. Und das hat gekostet
6 Euro und habe ich genommen in Größe. Nein! Da ist der Fall wieder eingetreten, wo ich nicht aufgepasst habe. Sandra, du bist doof. Das sehe ich ja jetzt erst. Man muss immer auf die Bügel gucken. Man muss immer in das T-Shirt reingucken. Ich habe wieder nur auf den Bügel geguckt. Und jetzt sehe ich hier gerade, ich habe Größe 10 genommen. Das ist in Deutschland 36 und das passt mir absolut nicht. Och, Menno. Toll. Dann habe ich mir noch Wintersocken gekauft. Das sind 2 Paar, so ganz dicke. Die haben 4 Euro gekostet. Die wurden runtergesetzt auf 1 Euro. Socken kann man ja immer gebrauchen. Ja, und dann habe ich mir noch so ein schönes Neon-Oberteil gekauft für 6 Euro. Hier so mit Knöpfen an den Seiten, so Zierknöpfe und ja, halt dieses wunderschöne Pink. Und dann habe ich mir noch eins in Neon-Gelb gekauft. So ein Achselshirt mit hier so einer Knopfleiste. Auch ein bisschen länger sind die. Und ja, wenn ich die nicht draußen anziehe, dann kann ich die ja zum Sport anziehen, weil ich habe mich vor 2 Monaten im Sportcenter angemeldet und mache jetzt Zumba. Und dann habe ich mir, das hat hier auch 6 Euro gekostet, das Geld. Und dann habe ich mir das hier noch gekauft, das finde ich so schön mit dem Herz und den Glitzerpaletten hier. Und das hat gekostet auch 6 Euro. Und da steht drauf, my heart belongs to you. Finde ich richtig schön. In so Cremefarben. Welche Größe habe ich denn da genommen? Ja, 14. Ja, 14 habe ich ja auch. Also meistens habe ich sogar noch größer, aber die fallen ziemlich groß aus hier. Ja, da war da noch so ein schöner Schal für 1 Euro. Den habe ich dann auch noch mitgenommen. Der war sonst 4 Euro. Der ist weiß mit so silbernen Streifen drin. Was ist das? Achso, einfach ein ganz einfaches, popliges, schwarzes Basic-Oberteil. Wollte ich eigentlich auch zum Sport nehmen. So ein Rip-Shirt. Stretch, 100% Baumwolle. Und wie ihr seht, das habe ich sogar in Größe 16 genommen. Irgendwie fallen die alle so klein aus, die Sachen. Das hat nur gekostet 2,50 Euro. Und der Pullover hat gekostet 14 Euro. Ja. Okay, das war's schon. Ich wollte nächste Woche nochmal zu Primark fahren und dann mache ich euch wieder ein kleines Video und mein nächstes Video wird ein Follow Me Around Video werden. So viel schon mal dazu. Okay, meine Lieben, deshalb das wird euch jetzt nicht Tschüss sagen, weil der liegt schon wieder und den geht's wie gesagt nicht so gut und deswegen geht's mir auch nicht so gut. Aber irgendwann muss ich ja mal wieder ein Video machen, weil sonst lässt das ja ganz nach und meine Zuschauer gehen mir dann verloren. Okay, meine Lieben, tschüss, bis zum nächsten Video.